die Spinne. Beschlagnahmte Ressourcen eines Datenzentrums deuten darauf hin, dass der Eigentümer in einem der ärmsten Stadtteile tätig ist, The Row. Ein SWAT-Team kommt einem Durchsuchungsbefehl bei Brixley Talent Time nach, um die Ermittlungen gegen einen illegalen Pornoring zu unterstützen. Back it up. Hey man, I'm trying to tell you something. Whatever you have to say, you can say further away from me. What's up? I've been on this block for years, man. Don't talk to me like I'm some kind of fucking dope fiend. It's my shit. This is my shit. You best come correct. Sir, calm down. What did you want to tell me? This fat motherfucker, man. He has women of all kinds stepping into this joint all day. Kids too, mostly. If I had a phone, I'd have called you a long time ago. It ain't right. Is that it? You came over here to tell me women and kids are entering a crummy talent agency? That ain't it, Buster. There's more to it. Every Sunday, I've seen these men show up, hauling all kinds of shit in there. No doubt, they be strapped. Now, I seen them enter this morning. They still in there, and you dumb motherfuckers are out here making all this noise, getting whoever is in there real fucking antsy. I'm giving you a warning, man. If you're setting up to enter this place, you better have the whole fucking military with you. Thanks for the warning, pal. I'll take it to the chief right away. Maybe you can get a medal or something. Maybe we can get a medal for you and all your buddies here. You got a small mouth. Let's see how it plays out for you, boy. All right, everybody ready to roll. So, if you guys haven't been told yet, CID finally received the decrypted metadata from those marked Mindjot drives that we seized a week or so ago. The data from the images on the drives corroborates information our guys have put together on a small operation running out of the row. We're heading over to 7408 Martinez Boulevard with a warrant for the arrest of George Brixley. Current intel, our target has a prior conviction for kidnapping. Did some time in Leavenworth, about 3 years. He also has a prior felony for conspiracy and sexual assault. He's not going to want to go back to jail. Brixley has firearms training, and we assume he's going to be armed. The structure we will be entering has some quirks to it. Jackson, the intel you gathered last night, what's up with this place? He's running some sort of talent agency, round the clock, all week. Weekends are his busiest times, so minimum one female in the building. Likely more. Could be children, too. Okay, so we could have kids in there. Moving on, the structure has three known entrances. One on the main road, side one, that goes through the reception. One on the third. All right, everybody ready to roll. So, if you guys haven't been told yet, CID finally received the decrypted metadata from those marked Mindjot drives that we seized a week or so ago. The data from the images on the drives corroborates information our guys have put together on a small operation running out of the row. We're heading over to 7408 Martinez Boulevard with a warrant for the arrest of George Brixley. Current intel, our target has a prior conviction for kidnapping. Did some time in Leavenworth, about 3 years. He also has a prior felony for conspiracy and sexual assault. He's not going to want to go back to jail. Brixley has firearms training, and we assume he's going to be armed. The structure we will be entering has some quirks to it. Jackson? The intel you gathered last night, what's up with this place? He's running some sort of talent agency, round the clock, all week. Weekends are his busiest times, so minimum one female in the building. Likely more. Could be children, too. Okay, so we could have kids in there. Moving on, the structure has three known entrances. One on the main road, side one, that goes through the reception. One on the third side of the building, and one on the fourth side. We don't know much about the internal space. Floor plans we've got are from the former owners of the building, who had it set up as a clinic. Speaking of clinics, medical. We'll have RAs on scene, as well as pediatric ambulances in case there are any kids. Primary hospital is going to be YMH. Secondary, if we have multiple patients, is going to be Coastal Grove Medical Center. For radio, we're going to be operating on TAC-5 Central Tactical. Make sure your radios are set to TAC-5. Backup channel is going to be TAC-1. Okay, question time. Anyone? What's our go for use of NFDDs? Interior deployment is authorized based on assessed need. Bang a room if you have to. Anyone else? Perfect. All right, let's go.
Remember to watch your mouth. Everything is being recorded. All the time. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Heute machen wir mal wieder ein bisschen Subplot, was dem Kinderhändlerring angeht. Die Mission ist ziemlich wild und hier geht's auch direkt los. Da ist ein Obdachloser, den meine Mates verhaften wollen und der labert mir da dazwischen. Was soll denn es? Zuerst mal will ich meine Leute hier wieder parken, weil wir machen ja Solo. Da vorne ist ein Obdachloser gleich direkt am Anfang, den müssen wir gleich mal verhaften hier. Ja, wie wir gehört haben, das ist so eine Art Casting-Agentur, soll das sein. Ja, und da werden Kinder gecastet. Das ist natürlich pretty wild. Der Subplot hier von Ready or Not ist ziemlich übel und makaber. Aber wie gesagt, im ersten Video, ich mag das, dass es wirklich heftig zugeht mit den Themes und das wirklich dark ist, die ganze Geschichte. Aber das ist, glaube ich, bloß ein Subplot, das ist nicht der Hauptplot von Ready or Not. Die Mission im Allgemeinen sollte kein großes Problem sein. Lass mal Laserpointer hier erstmal anmachen. Das ist bloß das Gebäude. Auf dem Dach könnten 2-3 Leute sein, außen könnten 2-3 Leute sein und der restliche Innenraum ist auch bevölkert natürlich. Aber er ist ziemlich schlauchlevelmäßig. Da sollte man nicht große Probleme haben. Wir gehen jetzt hier außenrum mal durch diesen schönen Laden hier. Erstmal durch. Hier wurde anscheinend überfallen. Ich weiß nicht genau, warum es hier so unaufgeräumt ist. Sieht ja direkt nach einem Job für den Crime Scene Cleaner aus. Auch sehr gutes Spiel. Very much appreciated, das Spiel. Crime Scene Cleaner. That is. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, lass mal ganz langsam hier rausgehen. Ist durchaus möglich, dass uns hier gleich Leute erwarten. Das sollten wir jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das war absolut stupid, wie ich hier geklärt habe. Den Rücken hier zu dem offenen Gelände hinzudrehen. Das ist nicht clever. Aber Gott sei Dank muss ich das ja nicht in echt machen. Da wären wir alle verloren. So, der sieht... Ach, die Tür ist auf. Das ist nicht gut. Das bedeutet vielleicht, dass einer von draußen reingegangen ist oder dass einer von drinnen rausgegangen ist. Logischerweise, Just, ich höre da drin schon jemanden. Lass trotzdem erst nochmal hier die Obdachlosenbuden clearen. Ah, der sieht schon sehr schön eingerichtet hier alles. So, hier wäre auch eine Tür, um reinzugehen. Wir werden aber vom Dach aus reingehen. Ja, das ergibt Sinn, hier die Kleidung aufzeigen, wenn es regnet. Sieht man doch, dass Regen ansteht. Okay, also wir werden auf jeden Fall vom Dach aus reingehen. Das ist wesentlich einfacher, von oben nach unten zu clearen. Da ist es schon einer. Der hat mich aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Der hat sich gerade bewegt. Zumindest mal ganz... Da wird geschossen. Aber das ist wahrscheinlich das Ghetto. Das hat sich nicht danach angehört, als würde hier im Gebäude geschossen werden. Da haben wir den ersten schon. Die Tür ist auch auf. Nicht gut. Vielleicht ist hinter uns einer. Ganz genau. Okay, jetzt lass die zwei Dudes hier schnell verhaften. Die haben überhaupt keine Sonne gehabt. Hier, Aim ist on point. Ich bin guter Dinge, dass das hier First Try wird. Very nice. Es könnte vielleicht sein, dass einer von... Das haben die definitiv gehört da drin. Okay, da ist keiner am Hochlaufen. Lass mal die Tür kurz zumachen, dass ich wenigstens ein bisschen Zeit habe, falls da jetzt einer hochstürmt. Okay, das sieht gut aus hier. Wenn hier noch einer wäre, der hätte uns schon lange angegriffen, schon lange engaged hätte der. Very nice. Okay, ja. Die haben eigentlich alle eine Kugel im Kopf verdient, weil wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, was da unten in dem Gebäude abgeht. Das ist pretty wild, dass sowas hier überhaupt möglich ist. So, das als Casting-Agentur zu verkleiden und dann hier wirklich die Kinder zu casten für dubiosen Stuff und so weiter. Ja, der Subplot hat ja angefangen mit dem Streamer aus dem ersten Video, den wir verhaftet haben. Durch seinen Computer ist quasi die Agency hier oder die Detectives durch seinen Computer auf dieses ganze... Da ist einer. Auf diesen ganzen Händlerring gekommen. Und wir werden jetzt hier von Mission zu Mission werden wir immer... Ich muss ganz kurz... Okay, hier ist niemand. Lass den mal reinlocken. Wir werden immer weiter... Nein, nicht! Oh, Nose, ich habe einen falschen Command gegeben. Die sollen zu mir kommen. Oh, Nose, die kommen jetzt reingestürmt. Meine Mates kommen jetzt reingestürmt. Fuck, ich hab's verkackt. Lass mal die Tür hier. Bleibt hier.
Bleibt hier. Niemand darf jetzt reinkommen. Ich habe aus Versehen mein... Ich bin total verwirrt gerade. Oh, shit. Oh, no! Don't do anything, man. Don't do anything. Get out of there. Get out of here. Okay, okay, das lasse ich ihn noch machen. Oh, no, jetzt sind sie da. Geh, geh! Nicht, wo gehst du hin? Oh, du kriegst einen Shot ab. What are you doing, man? What are you doing? Ich hab dir einen Command gegeben. Du sollst hier raus. Entferne dich bitte von der Prämisse. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich hab's voll verkackt. Ja, das zählt noch als Solo. Solo-Projekt. Okay, okay, okay. Die sind gone. Okay, jetzt lass mich nochmal nachdenken hier. Was war hier gerade los? Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Jetzt müssen wir mal ganz langsam hier machen. Einmal nachladen, lass die Waffe kurz sichern. Ich habe einen falschen Command gegeben. Alles gut. So, also, was ich sagen wollte, als wir hier gestanden sind. Da werde ich einen Cut machen müssen. Der Subplot, der entwickelt sich jetzt immer weiter, bis wir beim Kopf der Schlange sind und den Kopf abschneiden können von diesem ganzen Händlerring. Und, alles gut. Natürlich hattest du was damit zu tun. Ich meine, guck dich mal an. Ja, Junge, du siehst nicht gerade aus, als hätten sie dich bloß für die Security engagiert. Ich lasse die Zivilistin jetzt auch mal zu mir kommen, obwohl sie keine Zivilistin ist. Ich meine, wenn man in der Casting-Agentur so angezogen ist. Ja, wir wissen alle, was da abging. Naja, auf jeden Fall der Subplot hier mit dem Kinderhändlerring, der ist nicht der ganze Subplot. Das wird dann, ich glaube, in 4 Missionen ist der Subplot dann. Ja, natürlich. Du bist nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Was machst du hier eigentlich? Das ist eine Casting-Agentur für Kinder. Schau dir mal diese wilden Bilder hier an. Don't give me this bullshit. Ah, ich dürfte kein Bulle in echt sein, Mann. Den würde ich direkt... Also mindestens die Kniescheiben wegschießen. The very least. Kannst du die... Die will nicht stehen bleiben! Fuck, was... Oh mein Gott, ey. Was soll denn das hier? Das ist ja fast resisting arrest, Mann. Wie kann man sich so anziehen, wie ein Clown geschminkt und so anziehen in der Kindercasting-Agentur? Ich meine, man sieht das auch. Das ist auch wirklich... Das ist shady Business hier. Da war auf jeden Fall einer. Das habe ich schon gehört und mein Mate hat hier abgeaimt. Lass mal die Tür zu machen. Lass erstmal das Klo clearen und alles Mögliche. Und nochmal die Zwillingsschwester. Ja, wie gesagt, also das macht das Game nicht wirklich gut hier. Da müssen viel mehr Charaktermodelle noch rein. Wir haben hier, glaube ich, 2 oder 3 Zivilisten in der ganzen Mission. Und es sind einfach von den 3 haben wir. Von den 3 oder 4 Zivilisten haben wir hier schon hier ein doppeltes Pärchen an Charaktermodellen. Also das ist natürlich nicht gut. Okay, hier ist die Tür auf. Das kann auch sein, dass hier jemand rausgelaufen ist. Ein Bösewicht. Müssen wir hier nochmal schauen. Nicht, dass der unsere Mates engaged. Und nicht, dass unsere Mates den abknallen. Das wäre nicht so geil. Dann würden wir natürlich den S-Rang verscheißen. Aber das sieht gut aus. Hier ist niemand rausgelaufen. Hier hinten stehen unsere Mates. Das wäre nice. Es läuft noch. Es ist noch hier. Ist noch alles im grünen Bereich. Sehr gut. Ja, also das ist schon. Wenn man sich hier das macht das Spiel auch richtig gut, wenn man sich die Details anschaut hier. Die ganze, jede Map ist wirklich, wirklich... Bup, bup, voll mit Details. Was macht denn der da? Der schießt einfach auf mich. Ich habe keine Zeit, mich hier umzuschauen. Der hat die Tür wieder aufgemacht. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, den Grattler. Dann lass mal hier zu. den haben wir mal ganz kurz die Tür zumachen müssen. Ich clear erst das Büro hier. Der kommt wahrscheinlich gleich von hinten. Ready. Der müsste hier entlang kommen, wenn er es drauf anlegt. Ominöse Musik hier. Okay, ich glaube, hier ist niemand drin. Lass mal trotzdem jetzt leise das hier knacken und nicht aufbrechen. Die wissen auf jeden Fall, wo ich bin und ich glaube, ich habe einen Shot kassiert. Aber die dicke Panzerung regelt. Ah, hier ist natürlich niemand. Wir müssen aber trotzdem abchecken, ob es irgendwo Beweise gibt zum Sichern und alles Mögliche. Sonst laufe ich wieder wie beim letzten Video. 10 Minuten, da höre ich schon wieder jemanden. 10 Minuten durch die verkackte Map hier. Yo, what the fuck? Oh, das sind sie alle. Oh, die haben fucking Talahun-Meeting. Get up.
get out of here, man. Die Flash fressen sie aber richtig gut hier. Holy, holy, holy crap, man. Ich muss raus hier. Ich muss raus hier. Das sind vier Leute jetzt auf einem Haufen. Lass mal flanken. Lass mal kurz flanken hier. Laufen die mir hinterher? Natürlich laufen die mir hinterher. Junge, 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 Junge. Okay, das ist eine scheiß Position, die wir gerade haben. Wir haben richtig gefressen jetzt. Nein! Fuck! Fuck! Ich hatte einen Flashbang in der Hand. Oh, er hat's gerochen. Fucking Wallhack. Was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Da geht's schon wieder los hier. Da geht's schon wieder los wie on-stream. Ah, no problem. No problem. Ich bin cool. Das war der erste Versuch. Wir machen's einfach nochmal. Wir machen's einfach nochmal. Okay, wir sind zurück. Erstmal die Mates hier zurückhalten, weil hier geht's direkt los. Laserpointer anschalten und auf geht's. Da muss wieder ein Obdachloser hier sein. Genauso wie vorher. Ja, very nice, very nice. Vielleicht ist das Enemy Placement auch nicht so different als beim vorherigen Try. Ja, das war natürlich richtig schlecht von mir. Das war richtig taktisch unüberlegt und einfach... Das war kacke! Da gibt's nichts schön zu reden. Das war einfach scheiße. Ich hätte engagen müssen. No! Fuck, die haben den gekillt! Oder zumindest verletzt. Oh, der ist dead, Mann. Der hat keinen Arm mehr. Der hat keinen fucking Arm mehr. Oh, Leute. Leute, was soll denn das? Was soll denn das? Scheiße, Mann. Ja, da... Da hat er einen überraschten Gesichtsausdruck, Mann. Fast wie eine Blow-Up-Doll. Ah, da wird schon wieder geschossen. Ja, tötet mich. Tötet mich, dann ist es vorbei. Da brauche ich nicht rausgehen. Come on, lass Suizid machen. Suizid bei... Suicide by Criminals. Ah, the fuck. Ah, das ist ja schnell gegangen. Okay, jetzt haben wir die erste Mission, die ein bisschen schwieriger ist. Es lag jetzt aber nicht an mir, das war einfach... Ich muss meine Mates direkt planten. Ich könnte sie nicht tödlich ausrüsten. Oder? Ja, ich mach das schnell. Ich werde in ihrem Loadout werde ich die Munition ihnen wegnehmen, dass sie gar keine Munition haben. So. Ja, genau. Wir sind wieder... Junge, da geht schon wieder los. Da geht schon... Ich kann nicht mal irgendwas sagen. Es geht sofort los hier. Ich hab, also, meine wilden schwanzschwingenden Mates haben jetzt alle nicht tödliche Schrotgewehre und dürften gar keine Munition dabei haben für die Gewehre. Also das ist jetzt True Solo hier. Ja, das ist natürlich unlucky bei der Mission, dass es hier sofort losgeht. Hier ist wieder der Obdachlose. As usual. Aber da kann man nichts machen. Wenn man Solo machen will, ich müsste es ja für das Achievement nicht Solo machen. Aber a little challenge is pretty nice und mit den Mates da reinzugehen ist einfach way too easy. Wenn man den allen Beanbag-Schrotgewehre gibt, jetzt stechen sie richtig heraus mit der orangenen Farbe. Ah, das sieht ja mal crappy aus, aber no problem. Wenn man den allen Beanbags-Schrotgewehre gibt, dann ist es pretty easy, das ganze Game. Und ich will ja eine kleine Challenge, ihr kennt mich ja, die Spiele zu einfach zu machen, das ist nichts für mich. So, ja, also, erster Versuch war crap von mir, was ich vorhin sagen wollte. Da hätte ich direkt, get down on the fucking ground, please. Okay, nice. Da hätte ich direkt challengen müssen. Da ist noch einer. Ich kann ihm keinen Headshot geben. Dann stirbt er durch Beanbag. Das ist schon wieder Wildscheiße gerade. Du bleibst am Boden, bitte. Wo voll. Hat der gerade. Der hat den Zivilisten getötet. Es darf nicht wahr sein. Das darf. Ist schon wieder so unlucky hier. Fucking hell. Fucking hell. Alter, ihr kotzt mich gerade an, du. Das sage ich euch. Tötet mich einfach. Please, der hat den Zivilisten getötet. Ah, die töten mich nicht. Da muss ich jetzt verbluten. Elendig, Mann. Wie eine Ratte bei den Obdachlosen muss ich jetzt hier mein Blut lassen. Ah, das ist wieder unlucky gelaufen. Er hat eine Waffe gezogen und jetzt trifft er nichts, Mann. Aber die Zivilisten, die könnte er ja schießen. Da gibt er den armen Homeboy, der da bloß im Weg gestanden ist, gibt da einfach einen Headshot. Sag mal, das ist ja gerade jetzt wirklich ein fucking Witz, ist das. Jetzt werde ich aber dann wild ein bisschen. Mein Mad werde ich da. No problem. No problem, Leute. No problem. Ich bin cool. Etwas salzig, Civilian killed. Ja, man sieht's. Das ist einfach
Oh, da kann ich nichts machen. Da war ich zu langsam. Er ist rausgekommen, ich hätte ihm einen Shot geben können, aber das wäre ein Headshot geworden. Und Beanbag-Headshots sind einfach tödlich. Und ich darf sie ja nicht töten. Okay. One more fucking time, please. Ihr bleibt hier. Da, er redet schon wieder. Er verlangt schon wieder von da. Es sind die Türen auf. Ja, das ist alles schon wieder scheiße hier. Die Spawns sind gerade nicht sehr gut zu mir, muss ich ehrlich sagen. Lass erst nochmal den Obdachlosen hier verhaften. Vielleicht ist das auch keine gute Idee, jetzt übers Dach zu gehen. Es ist ein bisschen risky, hier außen rum zu gehen. Aber direkt reinzugehen ist halt auch dangerous, weil es könnten da auf jeden Fall schon Leute direkt hier warten. 2, 3. Wir haben es ja vorhin gesehen, die sind aufeinander gepeilt gewesen. 3 Homeboys, schwer bewaffnet. 3 Homeboys aufeinander gepeilt, wie die Teletubby-Gruppe. Da ist einer. Da ist einer, den holen wir uns aber. Ich muss bloß schnell das Schloss hier knacken, bevor er irgendwie... Hat er mich gesehen? Nein, okay, alles gut. Wir sind sneaky peeky like Sam Fisher. Alles gut, Mann. So, jetzt lass ab-aimen hier. Habe ich da daneben geschossen, den ersten Shot? Okay, komm bitte her zu mir. Wir machen jetzt wirklich langsam und safety first, weil das ist wild, wie es gerade läuft. Und alleine, dass ich den ersten Shot hier durch seinen Arm gesetzt habe, das ist schon wieder ein Witz. Junge, 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 ich würde euch jetzt echt gerne hier tödlich gegenübertreten, dann hättet ihr keine Sonne. Wo haben die eigentlich diese schweren Waffen her? Da ist eine fucking... Was ist denn das? Eine MP5? Das ist eine HK-MP5. Mit Rail und allem. Mit Rail-System und... Wo kriegen diese Kinderschänder diese Waffen her? Da merkt man einfach sofort, dass die ein gutes Sponsoring haben hier. Also, dass hier der Dude, der die bezahlt und von dem das alles ausgeht, der lässt... Oh, das sind 2. Der lässt da richtig Money reinfließen in die Verteidigung von der Casting-Agentur. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das machen. Ich hoffe, einer ist aufs Dach gegangen. Der andere, der weiter hinten war, der wird gleich zurückkommen. Drop it! Drop it! Da muss noch ein zweiter irgendwo sein. Nice, nice! Der war direkt eingeschüchtert von dem Shot. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Okay, lass die schnell verhaften, bevor die von innen rauskommen. Okay, Zivilisten sind keine mehr draußen. Die Girls, die drin fast nackig rumlaufen und denken, sie drehen ein OnlyFans-Video mit fucking Kindern, diese Pisser. Die auf die schießen sie, glaube ich, nie. Also auf die haben sie noch nie geschossen. Also kann man die nicht wirklich als Zivilisten sehen, meiner Meinung nach. Aber das müssen dann die Detectives klären. Die haben halt wirklich MP5s hier. Und das ist nicht gerade easy, da ranzukommen an Heckler & Koch MP5. Auch in Amerika, glaube ich. Die werden, glaube ich, nicht so einfach verkauft bei Walmart oder sowas. Ja, du musst mir auch gar nichts sagen. Du kannst froh sein, wenn du den Encounter mit mir überlebst. Das sage ich dir, Homeboy. Ihr regt mich ein bisschen auf hier, ihr Zwillingsbrüder. Very nice, very nice. Einer vielleicht noch hier irgendwo? Das war absolut daneben geschossen. Den krieg ich. Jesus. Die ganze Munition habe ich jetzt gebraucht. Ah, das war ja wieder mal richtig gut, Just. Das war richtig nice. Very good. Okay. Es ist ja nochmal gut gegangen. Wir mussten ihn rushen. Okay, wir haben jetzt schon 5 Leute haben wir schon verhaftet. Das läuft super. So viele sind das nämlich hier nicht. Ich gehe mal von 5 weiteren Verdächtigen aus im Untergeschoss hier. Okay, Waffen haben wir alle. Habe ich seine Waffe auch eingesammelt? Das lief nicht sehr gut. Man sieht, da hier ist seine Waffe. Man sieht nicht die Lebensenergieanzeige. Also es gibt im Grunde keine Lebensenergieanzeige. Es gibt bloß ein kleines Männchen, das halt... Da leuchten die Körperteile dann rot auf, wenn man da getroffen wurde. Oder die Panzerung, wenn die zerstört ist. Ich habe das Ganze hart ausgestellt, bis auf die Prompts hier. Tür öffnen und so weiter. Weil das einfach... Ist schon cinematic, das Game, muss man schon mal sagen. Sieht schon pretty nice aus. Also da kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Okay. So, let's do this. Hier dürften jetzt nicht mehr so viele sein wie vorher. Aber wir müssen trotzdem langsam vorgehen. Hier ist die Tür zu, das wäre nice. Dann lass uns mal hier ganz kurz durch die Tür luken, wie ein kleiner Voyeur.
Okay, no problem. Hier ist niemand. Dann lass mal rein sneaken. Okay, sieht gut aus. Lass hier erstmal. Okay. Oh, zwei, schnell, Flash. Ganz schnell, bevor die dich rushen. Drop it. Okay, einer hat gedroppt. Aber er gibt sich nicht. Der zieht noch eine Waffe nochmal. Okay, jetzt ist er down. Da war aber noch einer. Ich bin mir ziemlich sicher, das Adrenalin hat gekickt bei unserem Officer. Ganz genau. Da ist er. Der Bösewicht, den wir verhaften sollen. Guck ihn dir an, Mann, was der für Spielzeug hier um den Gürtel rum hat. Grüne Handschuhe angezogen wie ein Clown, Mann. Dem will man nicht im Dunkeln begegnen. So, lass dich schnell verhaften. Das ist greedy von mir. Gut, dass der nachladen hat müssen. Das ist absolut greedy gerade von mir, was ich hier mache. Der ist wieder aufgestanden. Ich drehe dem einmal den fucking Rücken zu und er steht wieder auf. Ich muss die Türen zumachen. Das ist einfach too much gerade. Lass den schnell verhaften. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Wir haben es in der Besprechung gehört. Ich blende es kurz ein. Das ist auf jeden Fall der Hauptbösewicht, der Manager quasi, um den es hier geht. Dein Kopf erstmal in den fucking Wascheimer hier reingeschleudert. So gehört sich das. Okay. Jetzt lass mal ganz kurz runterkommen hier. Der will die Bude anscheinend putzen. Ja, das würde auch mal Zeit werden. Okay, das waren alle Bösewichte. Wir haben's. Also wir können nicht mehr sterben. Wir müssen jetzt nur noch Beweise sichern. Very nice. Alle einfach hier, der hat eine UMP 45. Hey guys. Ach, dem, wie er schon grinst, Alter. Er denkt, ihm würde nichts passieren. Ja, guck dir das mal an. Du bist hier der Hauptverdächtige, George Brixley, Eigentümer und Talentscout von Brixley Talent Time, als ehemaliger Offizier des Army Signal Corps wurde Brixley wegen Entführung und Vergewaltigung nach Leavenworth geschickt. Nach seiner Entlassung gründete Brixley ein Unternehmen im ärmsten Viertel von Los Suanos. Ja, so sieht's aus, Mann. So sieht's aus. Du bist auf jeden Fall dann, Alter. Wegsperren und den Schlüssel wegschmeißen. Ah, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde es ein bisschen anders mit dem abgehen. Ja, die Cops sind da. Mach die Tür auf! FBI, open up! Das ist schon so weird hier. Wenn ich das schon sehe, hier die Kinderklamotten. Und das ist so weird. Und diese ganzen Sterne, die vom Himmel hängen, das erinnert mich an 7 mit Brad Pitt und Morgan Freeman. Als sie da den Gefesselten finden, wo die ganze Decke mit Duftbäumen geschmückt ist, dass man seine verwitterte Leiche ist es ja noch nicht, aber seinen verwitterten Körper nicht riecht. Das gibt schon pretty harte Vibes hier. Okay, hier haben wir was? Good to go. Waste the time, never again. But what did I do? Well, Doc, so are you. Looks like neither of us has a choice. You're good with the snappy one-liners. You could be on TV. Well, I was on TV a long time ago. When I was a kid, small roles, commercials. What happened with that? I didn't see anything like that listed in the history. Was it for me? Why's that? Doesn't matter. Are we done here? What did I do? Can you talk to me? Okay, ich habe leider kaum was verstehen können, was da geredet wurde. Ich werde da Untertitel einfügen, wenn ich bearbeite das Video. Ich kann jetzt leider nichts dazu sagen. Das hört sich an wie eine Therapiesession von George Brixley, dem Manager von dem Zeug hier. Ich habe leider nur die Hälfte verstehen können, weil es wirklich sehr, sehr leise ist und die Untertitel haben nicht funktioniert. Aber ja, es ist auf jeden Fall wild, was man hier alles findet. Lose everything. Now, George.
Ich habe halt wieder nichts verstanden. Das hört sich wie ein Casting-Video an. Aber wie gesagt, ich werde da im nach dem Video werde ich auf jeden Fall Untertitel für euch einfügen, dass ihr das wenigstens versteht und lesen könnt. Okay, hier waren wir schon. Hier gibt es aber auf jeden Fall, was ich vorhin schon angesprochen hatte, sehr viele Details, wenn man ein bisschen aufpasst und wenn man sich dafür interessiert und nicht bloß quasi die Maps zocken will. Was ich aber auch verstehe, weil es macht schon Spaß, das Spiel, auf jeden Fall. Und jetzt wird es immer wilder hier. Make your star station. Wahnsinn. Es sieht aus wie ein billiger Kindergarten und da habe ich auch schon einige üble Videos im Internet gesehen. Ja, Mommy only. Contract signing. Das ist so wild. Das ist keine Talent Agency. Also wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie ein richtig schlechter Kindergarten. In Amerika brauchst du ja dafür, weiß ich nicht, ob die überhaupt dafür irgendwelche Lizenzen brauchen oder so. Aber es ist jetzt wird's richtig wild hier mit den Bildern. Sehen sehr, sehr glücklich aus, auf jeden Fall. Aber so wie es bis jetzt rüberkommt, sind da auf jeden Fall die Eltern mitverantwortlich. Ich meine, welcher Vater oder welche Mutter würde hier reinkommen und würde sagen, ja, doch, da sign ich meine Kinder rein. Das sieht absolut seriös aus. Da wird dem Kind auf jeden Fall nichts Schlechtes widerfahren. Und bis jetzt, was ich gehört und gesehen habe, sieht es danach aus, dass die Eltern die da hingebracht hätten. Make the little redhead wear a princess dress. Here, couldn't get her to smile though. Perfect, she's gonna look great on the cover. PS, I'll get her to smile. Ja, er hat sie nicht zum Lächeln bringen können. Aber das ist der Boss hier. AV. Das ist der Boss von dem Ganzen. Und V Agency, das sagt ja schon alles. Und ja, der hat gesagt, er wird sie zum Lächeln bringen. Ja, es ist pretty wild. Es ist echt wild. So, jetzt müssen wir aber nur noch mal kurz abchecken. Wir haben noch nicht alle Zivilisten. Zivilisten. Also wenn hier noch jemand ist, das ist kein Zivilist. Hier ist nochmal was. Why don't you tell me what happened? Nothing happened. That's not what it says here. Well, what it says there is made up bullshit. I'm telling you what I told everyone else. I didn't do anything. Can I go now? All right. But I can't help you until you help me. Talking doesn't cost you anything. Yeah, good one, Doc. Okay, es ist auf jeden Fall ein Doktor, mit dem er redet. Aber Therapie glaube ich nicht. Wahrscheinlich eher eine Bewährungsauflage. Wie gesagt, ich kann jetzt leider nicht viel dazu sagen. Leider, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Oh, das Money! Das kann ja nicht legal sein. Guckt euch mal das Money hier an. Die Fotos dazu. Es ist wild. Es ist wirklich wild. Gibt es hier irgendwas zum Sichern? Beweise zu sichern? Hier ist noch jemand. You are also a star. Und da ist ein Spiegel ausgeschnitten bei, ja. Das erinnert mich an die letzte Szene in Boogie Nights mit Mark Wahlberg, wo er sich versichert, dass er ein Star ist und dann den Dick rausholt. Aber das ist schon wild. Das auf der Toilette. Hier werden die Leute, die Mädchen und Kinder und Jungs geschminkt. Auf der Toilette, Mann. Es ist so wild. Es ist so wild. Okay, auf jeden Fall gibt es noch irgendwo Zivilisten. Immer noch. Okay, hier drin ist auf jeden Fall irgendwo noch ein Zivilist. Und das ist bloß Radio zum Anmachen. Ich versuche alles lore-technisch mitzunehmen. Get down on the fucking ground here! Was fotografierst du? Das ist die falsche Richtung. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin also ein Star. Ja, das ist ein kleiner Trick, den die Entwickler eingebaut haben, dass Trigger-Disziplin, wenn die nach hinten greift und ihr Handy rausholt, dass man sie nicht abknallt. Aber es hat nicht ordentlich funktioniert, leider. Da ist was schiefgegangen, die hat die falsche Richtung, hat die fotografiert. So, das war jetzt aber die letzten. Immer noch Zivilisten. Sag mal, wie viele arbeiten denn hier? Es hat doch eigentlich geheißen, hier arbeiten bloß ein oder zwei.
Das ist auch ungewöhnlich viele Zivilisten für die Map, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, auf der Toilette wird noch eine sein. Nee, nicht mal. Irgendwo jemand versteckt. If the toilet paper is missing, use napkins instead. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Please, Mann. Please. Naja, so war Covid-Zeit, ne? Da ist Toilet Paper natürlich ein bisschen knapp. Warum geht die Tür so schwer auf? Okay, ich dachte, da wäre jemand. Okay, hier ist bloß der Obdachlose gewesen. Ja, da mache ich jetzt einen kleinen Cut. Da ist er. Muss ich gar keinen Cut machen. Dann haben wir die letzte Zivilistin. Die wandern hier einfach rum, während SWAT ihr ganzes Haus infiltriert. Oh, da arbeiten aber sehr viele Frauen. Aber bei denen ist auch was kaputt oben rum. Element to talk. We have a civilian in custody and ready for transport. Talk to entry team. Copy. Move on. Okay, irgendwas fehlt noch. Vielleicht eine Waffe oder wahrscheinlich irgendwo ein Beweis, den ich noch nicht gesichert habe. Ich glaube, ich muss irgendwo einen Computer sichern. Ich mache einen kleinen Cut, bis ich den Beweis gefunden habe. Okay, wir haben alles. Es hat eine Waffe gefehlt. Okay, very nice. Das sollte easy S-Rang sein, obwohl am Anfang wir ein bisschen Startschwierigkeiten hatten. Aber no problemos, we did it, die Spinne. Und ja, ich hoffe, ja, ich werde jetzt hier mit der Aufnahme Schluss machen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, Mann. Ich konnte euch das Spiel hoffentlich ein bisschen näher bringen. Ist auf jeden Fall viel Lore im Hintergrund, auf den man achten kann. Und wenn man die Zeit hat, das schaffe ich ja on-stream nicht, da wird ja bloß Action, Action, Action. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns hören uns beim nächsten Video oder Livestream. Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Tag. Kleiner als 3.